Sudele, da bin ich wieder für euch. Schälchen angezogen, damit ich euch nicht so ganz mit meinem dicken Hals nerve. Genau, und zwar möchte ich tatsächlich ein Make-up schminken. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Beim ersten Mal hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Wie gesagt, leider ist die Sequenz von dem Video weg. Yay! Ja, vorweg muss ich gleich sagen, ich bin kein Make-up-Artist, ich bin kein Schminkprofi. Ich schminke mich so, wie es mir gefällt, auch wenn ich mal die hier dazu nehme. Das ist jetzt einfach just for fun, weil sich einige gewünscht haben und ich das mal ganz lustig finde. Das wird also kein Dauergast auf meinem Kanal, also jetzt wird jetzt kein Schminkkanal oder Beauty-Kanal. Das ist jetzt einfach nur mal just for fun, würde ich sagen. Und ich versuche es jetzt einfach mal. Deswegen spart euch die Kommentare mit, die Alte kann sich nicht schminken und das macht man so und so. Erzähl's da üben der Wand oder da hinten am Herd, weil ich mache so, wie ich es gerne möchte. Und deswegen, let's start it, have fun und lasst uns beginnen. Als erstes habe ich mein Gesicht eingecremt mit meiner Nivea Soft. Und ja, das ist schon ein alter Hut, kenne ich mittlerweile. Und jeder kennt es von mir. Dann habe ich meine Foundation aufgetragen. Und zwar habe ich im Moment die von Catrice HD Liquid Coverage Foundation Last Up to 24 Stunden. Das ist die hier von Catrice, ja. In der Farbe 030 Sand Beige, die hatte ich im Wanderpaket. Bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Man merkt die kaum, ich finde die ganz gut. Dann habe ich noch meinen Concealer aufgetragen mit meinem Ding hier, meinem Make-up-Eye und habe noch meine Foundation aufgetragen. Ja, ich habe die Foundation mit dem Schwamm aufgetragen, nicht mit dem Pinsel. Und ich müsste die Sachen jetzt irgendwann mal danach mal wieder reinigen. So, jetzt würde ich sagen, wir legen los. Und zwar habe ich hier das gute Stück. Ich hole mir mal hier meine Pinsel her. Das ist die schöne Palette. Guck mal, wie holographisch die ist. Dann holt man die hier so raus. Ja, das sieht immer noch so aus. Und eigentlich wollte ich die Palette mir nur auf den Schrank stellen und aufklappen. Für euch benutze ich sie jetzt. Ta-ta-ta-ta, dann sieht sie so aus, ja. Die Palette ist natürlich jetzt schon einmal benutzt, weil ich ja wie gesagt schon das Video gedreht habe. Aber es ist ja egal. Ja. Wir haben hier drinnen so lustige Farben wie Flutter, Moody, Honey Boo Boo, Bahamas, Breakdown und so weiter und so fort. Finde ich ganz lustig. Irgendwie klugert hier was. Gespenster. ich nehme mir als erstes meinen, ich denke mal, es ist ein Lidschattenpinsel. Und ich würde sagen, ich probiere mich mal heute an der Moody aus. Das ist im Übrigen der Ton hier. Und den mache ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen drauf. Genau, also ich finde die Farben sind echt kräftig. Ich werde mal die Palette zum Schminken benutzen. So, das natürlich hier auch auf der anderen Seite. Da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit meinem Auge aufmachen. Auf der linken Seite, das ist voll irgendwie doof, aber naja. Meistens komme ich dann immer höher, wie ich gerne möchte. So, dann
nehme ich mir nochmal meinen Lidschattenpinsel und gehe ja, sorry, ich wurde jetzt gerade unterbrochen, das war die Postfrau. Wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal mit meinem Lidschattenpinsel in ich würde sagen, ich benutze jetzt mal KB, denke ich mal, dass das so ausgesprochen wird. Das ist der hier. Den mache ich mir dann, oh, der ist aber heftig. Den mache ich mir dann hier außen so dran. Der ist, würde ich mal sagen, heavy, heavy. Ja, Luna, jetzt bleibst du hin. So, und dann nehme ich mir den hier, das ist Honey Boo Boo, und mache den mir in die Mitte, genau, ein bisschen höher. So. So, Delle. Und jetzt nehme ich meinen Blenderpinsel und mache mir das ein bisschen hier so. Und jetzt nehme ich, das ist mal wieder, ein bisschen von der Farbe Bahamas, das ist das ganz lilane, gebe es ein bisschen auf meinen Blenderpinsel und mache mir das hier so drüber. Ja, ist doch schon, ist doch schon. Der anderen Seite auch. So, dann nehme ich mir meinen Eyeliner Brush, das ist der kleine Teufel hier, und gehe hier in Breakdown rein. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil Luna, nein, sitzen, so ist ein Mädchen. Und gehe damit unten hier rein. Auf den unteren Wimpernkranz, glaube ich, nennt man das. Auf der anderen Seite auch. So, dann nehme ich mir nochmal meinen Lidschattenpinsel und gehe hier in den Schieß, glaube ich, den hier, in diesen Highlighter rein und mache mir den so vorne hier dran. Ihr seht, ich bin super vorbereitet, ich kenne alle Begriffe. Ich finde, das muss man auch gar nicht wissen, wie das alles heißt, hier untere Wasserlinie, konturieren, verblenden, das ist für mich alles Quatsch. Ich mache das so, wie es mir gefällt und wie ich mich damit wohlfühle. Und ganz einfach, mehr brauche ich nicht und mehr mache ich nicht. Also, jo. Finde ich jetzt. So. Und dann würde ich sagen, ich nehme mir noch meine Lieblingsmascara, setzen die Lash Princess. Nein! Luna!
Sitzen, runter. Runter und sitzen. Sitzen. Hey, sitzen. Sitzen. Sitz. Sitz. Moment. So, ich nehme noch meine Mascara, wie gesagt. Ich habe die Madame jetzt mal raus. Und zwar mache ich mir jetzt noch ein bisschen auf die Wimpern. Klimper, klimper. So. An der Seite. Oh, das war ein bisschen viel. So viel wollte ich gar nicht drauf machen. Ich finde auch dieses ganze Augenbrauen nachgemale und keine Ahnung, ich finde das so ein Quatsch. Da braucht man echt zigtausend Produkte, wo kein Mensch braucht. Und ich meine natürlich, wenn ich jetzt mal weggehe oder so irgendwas, würde ich es jetzt auch extremer machen. Aber jetzt für den Alltag, also. Aber wenn man sich damit wohlfühlt, naja, ich könnte es für mich nicht. So, jetzt habe ich hier noch meinen Kompaktpuder von Manhattan. Das ist die Farbe 3 Beige. Da mache ich mir noch ein bisschen Puder ins Gesicht. Weil wie gesagt, so Highlighten und so. Ich habe zwar Highlighter und auch eine Konturpalette und keine Ahnung was. Aber ich habe mich da noch nicht so mit befasst. Und deswegen seht ihr jetzt nur ein ganz normales Mutti Alltags-Make-up. Soweit man das Alltag nennen kann. Also ich finde es ganz schön geworden. Ja, ich habe ein bisschen bisschen viel Farbe für meinen Geschmack auf der einen Seite. Aber naja, wie gesagt, ich muss mich wieder wohlfühlen. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Kommt ungefähr dem Look nah, den ich das erste Mal geschminkt habe. Ja. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich habe jetzt einmal Mutti genommen, einmal Honey Boo Boo und einmal KP. Dann diesen Highlighter Sheesh und unten den Breakdown. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich sogar noch diesen Monana drauf, keine Ahnung. Das ist auf alle Fälle, wie gesagt, die Palette. Seht ihr die ganzen Farben? Ja. Und das hier ist mein Look. Mhm. Mein Mutti-Look zu der Mavicon-Palette. Ja, ihr Lieben, ihr seht es, wie gesagt, Vorsicht, nicht so die Falten betrachten. Ich denke, es ist soweit in Ordnung. Ja. Ich mag es nur auf dem einen Auge. Ja. Ich denke, wie gesagt, es ist soweit in Ordnung. Es gefällt euch. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumenchen nach oben da. Ich finde die Palette sehr toll. Ich finde, man kann auch damit Alltagslook schminken. Man kann sich damit auch ein bisschen kräftiger schminken. Ich finde Marvin top, die Palette. Es ist, glaube ich, eine von meinen teuersten Paletten, die ich mir selber gekauft habe. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich sie nur hinstellen, aufklappen und einfach stehen lassen, weil die ist mir eigentlich zu schade zum Benutzen, aber es haben doch einige gesagt, ja, mach mal ein Schminkvideo. Aber das wird mir nicht zur Gewohnheit. Das war jetzt einmalig und hier I am. Ja, ich finde, ich kann es tragen, ne? Ja, wenn ihr Anregungen, Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Aber bitte nicht so, wie ich das letzte Mal eine Frage bekommen habe. Und zwar habe ich auf Instagram gefragt, ob ich mir einen Look schminken soll. Haben viele gesagt, ja. Und ich sagte, oh, ich probiere es, ich bin nicht so der Schminkprofi. Dann habe ich doch von einem 14-jährigen Mädel, das eigentlich doch nett gemeint war, gesagt bekommen, ah, ich kann dir gerne Tipps geben, wenn du möchtest. Und im zweiten Ansatz fragt sie mich dann, was die Palette gekostet hat. Ja. Da
Da macht man sich so seine Gedanken. Ne? Also ich gesagt, ich finde es für mich ganz gut. Man beachte nicht die Nase. Ich finde den Look ganz süß. Steht mir. Und ich finde, die Palette steht mir auch. Deswegen. Top, Marvin. Und ich würde sagen, wenn ihr möchtet, seht ihr mich im nächsten Video. Ich bin auf alle Fälle da. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.